Ja, moin und herzlich willkommen. Heute mal wieder aus dem Büro. Das Thema heute ist Neudeutsch Location Scouting oder einfach Motivsuche. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie ich an meine Motivsuche rangehe, was ich für Tools benutze, was ich für Internetseiten benutze, wie ich dabei vorgehe. Ja, vielleicht könnt ihr das eine oder andere mitnehmen. Ist neu für euch, ist interessant für euch und ja, könnt vielleicht was übernehmen und das bei euch auch mal anwenden. Im Endeffekt gibt es bei mir so zwei Wege. Ich sag mal, einen einfachen Weg und einen etwas schwierigeren Weg. Beide möchte ich euch heute mal kurz erläutern. Fangen wir auch direkt mal mit dem nicht ganz so einfachen Weg an. Und zwar ist es der Motive oder Locations selber zu finden und selber zu suchen. Dabei nutze ich im Endeffekt hauptsächlich zwei Tools, nenne ich das mal. Zum einen ist das Google Maps und zum anderen ist das auf meinem Smartphone die Locus Karten-App. Ich habe auch noch mal ein Video gemacht für alle Apps, die ich so in der Landschaftsfotografie nutze. Blende ich euch auch nochmal ein. Ja, was mache ich mit Google Maps und mit dieser Locus-Karten-App? Wenn ich hier im näheren Umfeld unterwegs bin, suche ich mir halt, ja, ich sag mal, Natur-Landschaftsgebiete aus, die ich noch nicht kenne. Dabei nutze ich halt diese beiden Apps und gucke nach Wegen, nach der Beschaffenheit. Ich schaue immer ganz gerne auch nach Wäldern, weil ich finde, im Wald findet man immer so ein, zwei spannende Motive, wenn man mal ein bisschen näher hinschaut. Deswegen habe ich auch schon fast alle Wälder hier in der Umgebung durch. Und dann im Speziellen dann vielleicht auch noch mal nach Wasser. Nicht nur unbedingt im Wald, sondern auch vielleicht so in Feld und Flur, sage ich mal. Ja, wo gibt es Wasserläufe, wo gibt es kleine Seen, kleine Teiche, Bäche und so weiter, weil Wasser bietet natürlich immer ein spannendes Motiv in der Landschaftsfotografie. Ja, wenn ich dann halt so ein Gebiet gefunden habe und auch abgecheckt habe, dass man da ein bisschen laufen kann, ein bisschen wandern kann, geht es halt los nach draußen. Meist nehme ich dann meinen Rucksack noch nicht mit, meinen Fotorucksack, sondern bin oft nur mit dem Handy bewaffnet. Oft sind natürlich dann auch meine Hunde mit dabei. Ist natürlich ein Vorteil, sage ich mal, wenn man Hunde hat. Da muss man eh fast bei jedem Wetter raus und ist eh viel unterwegs. Aber ich denke mal, wenn man gerne Landschaftsfotografien macht, ist man eh gerne draußen und da werden wir wahrscheinlich alle was gemeinsam haben. Von daher sollte das nicht so das große Problem sein. Aber wie gesagt, wenn ich erstmal so ein Gebiet gefunden habe, packe ich mir meine Hunde, mein Handy und dann geht es erstmal los, das Gebiet erkunden. Ja, natürlich wohne ich an der Küste oder sehr nah an der Küste dran. Deswegen mag sich der eine oder andere denken, ja, ist natürlich auch sehr einfach, einfach ans Meer zu fahren und da zu fotografieren. Aber auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, sage ich mal. Ist nicht immer so einfach, passende Motive zu finden. Da gehe ich natürlich jetzt nicht unbedingt über diese Karten-App, weil, ja, gut, ich weiß natürlich, wo das Meer ist, wo die Küste ist. Aber es ist halt genauso, dass ich auch hier zu Fuß die Gegend erkunde, mir einen Weg aussuche, ein bisschen die Küste entlang laufe und versuche, da Motive zu finden. So, ich bin jetzt durch die Natur gestapft und habe mein Fotomotiv gefunden. Was nutze ich jetzt als erstes? Im Endeffekt ist es meine Sun Surveyor App, die ich nutze. Puh, sehr komplex die ganze Geschichte oder sehr umfangreich, sage ich mal so. Diese App kostet auch ein bisschen was, aber meiner Meinung nach lohnt sich das definitiv. Die App zeigt mir halt hauptsächlich so ein bisschen die Sonnenstände an, Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und so weiter. Und wie ich das jetzt halt vor Ort nutze, das zeige ich euch jetzt mal hier im Handy. Wenn ich jetzt also einen Punkt gefunden habe,
Wir gehen mal hier in einen Wald rein. Man kann schon sehen, man kann die Karte also sehr schön vergrößern. Und kann auch hier die Ansicht noch mal ein bisschen ändern. Einmal hier eine normale Kartenansicht oder auch Satellit oder auch Hybrid. Ich benutze meist diese Hybridansicht. Da sind dann halt die Straßen auch noch mal mit eingezeichnet. Ja, wenn ich jetzt also einen bestimmten Punkt gefunden habe, dieser Punkt zeichnet sich immer durch dieses rote Kreuz aus. Da, wo das rote Kreuz ist, da ist dann immer halt mein Punkt. Oder ich kann halt auch hier oben über GPS direkt was eingeben. Oder wenn ich hier oben auf den Button oben rechts in der Ecke drücke, zeigt er mir halt genau den Punkt, wo ich gerade stehe. Gut, ich habe meinen Punkt gefunden und jetzt für mich die wichtigste Information ist erstmal, wie sieht es mit dem Licht aus? Und da gucke ich halt, in welche Richtung mein Motiv steht, in welche Richtung ich fotografieren werde. Und dann schaue ich mir halt einfach erstmal nur an, ja, in welche Himmelsrichtung ich fotografiere. Das kann ich halt einmal über diese Kartenansicht machen. Oder ich kann auch mir so einen Kompass aufrufen und kann halt da dann vor Ort gucken, in welche Richtung schaue ich jetzt, in welche Richtung steht mein Motiv, wohin fotografiere ich. Und diese Richtung merke ich mir erstmal. Geht im Endeffekt nur darum, dass ich dann mir das nachher notieren kann und weiß, ob das Motiv eher für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder auch den ganzen Tag über am besten zu fotografieren ist. Also wie gesagt, entweder diesen Kompass oder die Kartenansicht. Die beiden Tools diese beiden Ansichten nutze ich halt und da merke ich mir jetzt erstmal, in welche Richtung wird fotografiert. So, als nächstes nutze ich meine Locus-Karte. Da kann man sich vorher auch auf bestimmten Seiten kostenlose Karten herunterladen, sodass man die ganze Geschichte auch offline nutzen kann. Ja, wenn ich jetzt halt unterwegs bin, kann ich halt auch über einen Druck auf diese weiße Schaltfläche, auf diese weiße runde Schaltfläche hier unten, direkt meinen Punkt bestimmen. Das heißt, die Karte springt dann genau zu dem Punkt, wo ich dann stehe. Und bin dann halt erstmal, wie gesagt, direkt vor Ort und weiß, wo ich stehe. Und jetzt möchte ich mir halt diesen Punkt, wo ich bin, wo ich mein Motiv sehe, den möchte ich mir markieren. Dafür gehe ich dann hier rechts auf dieses Plus-Symbol in der Ecke und kann mir jetzt halt hier oben einen neuen Fotopunkt markieren. Ich sage hier einfach mal Fotopunkt 1. Dann kann ich das Ganze noch in bestimmte Ordner legen. Ich habe jetzt hier mal einen Ordner Emsland, weil ich kürzlich im Emsland unterwegs war und da ein paar Fotomotive gesucht habe. Kann mir hier jetzt auch noch mal das Symbol ändern. Ich nutze dann meist immer dieses Kamerasymbol, damit ich auch wirklich weiß, dass es ein Fotopunkt ist. Sonst gibt es auch ein Wandersymbol, wenn ich jetzt Wanderwege gefunden habe und so weiter. Kann dann hier noch mal eine Beschreibung eingeben, was ich jetzt hier gefunden habe. Ich sage jetzt mal hier ganz einfach ein großer Baum. Nur mal so zum Beispiel. Und dann gebe ich hier dann direkt auch auf jeden Fall immer meine Fotorichtung mit an. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Südwest. Das sind so zumindest erstmal die ganz groben Infos, die ich brauche oder die ich haben möchte, damit ich weiß, was es ist. Dann kann ich halt hier, wie gesagt, nochmal angeben, welchen Punkt er jetzt speichern soll, ob es jetzt mein Standort ist oder ich kann Koordinaten eingeben. Ich kann mir auch auf der Karte direkt einen Punkt aussuchen und sagen, hier die Bildschirmmitte, da wo das Kreuz ist, bitte einmal den Punkt abspeichern und so weiter. Jetzt sage ich halt meinen Standort. Da greift die Locus-App jetzt auf die GPS-Daten vom Handy drauf zu und speichert halt direkt meinen Standpunkt mit ab. Weil es jetzt hier ein Beispiel ist und ich jetzt hier was auf der Karte ausgesucht habe, sage ich jetzt einmal Bildschirmmitte
Sonst würde mir jetzt halt den Punkt abspeichern, wo ich jetzt gerade bin. Das ist jetzt zu Hause. Das macht natürlich jetzt wenig Sinn. Dann kann ich hier noch einmal Dateien anfügen und hier kann ich dann noch mal direkt ein Foto vor Ort aufnehmen oder ich kann ein Foto auswählen aus meinen Ordnern hier auf dem Handy und das mit an die Datei anfügen. Das heißt, dann sehe ich direkt, wenn ich noch mal den Punkt aufrufe später, einmal die Beschreibung und direkt ein Bild, damit ich weiß, wie es vor Ort aussieht. Dann kann ich das Ganze abspeichern und jetzt kann man auch schon sehen, haben wir hier einmal den Fotopunkt 1 abgespeichert. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, zeigt er mir hier nochmal Infos an. Ein großer Baum, Emsland, die Koordinaten, wann erstellt. Hier ist dann auch nochmal die Blickrichtung, die ich gerade eingegeben habe. Und die ganze Geschichte ist auf meiner Karte markiert. Und wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich schon einige Punkte hier in meinem Umkreis schon mal markiert. Und ja, wenn man weiter runter geht, hier sieht man mal ein paar Wanderwege, die ich mir mal rausgesucht habe, oder weitere Fotopunkte, die ich mir mal immer abgespeichert habe. Ja, und so gehe ich im Endeffekt vor, wenn ich mir einen Punkt rausgesucht habe, wenn ich einen Punkt vor Ort gefunden habe, bei der Wanderung, beim Spaziergang, kann ich mir das direkt abspeichern und weiß, wie der Punkt, wo der Punkt liegt und ja, habe noch kurze Infos dazu. Irgendwann sind dann natürlich aber auch alle Fotospots hier mal ausgekundschaftet und erschöpft in der näheren Umgebung und um mir neue Gebiete zu erschließen und ja, neue Locations zu finden, die vielleicht auch ein bisschen weiter entfernt sind, nutze ich noch zwei weitere Apps. Falsch, nicht zwei Apps, sondern zwei Internetseiten. Zum einen ist das die Seite naturparke.de und zum anderen ist das auf Wikipedia die Seite von Naturwaldreservaten. Und die beiden Seiten zeige ich euch jetzt hier mal auf dem Rechner. Wie gesagt, www.naturparke.de. Hier gibt es dann also eine Übersicht von allen Naturparks in Deutschland. Und da hat man gleich hier auf der Anfangsseite schon so eine schöne Übersichtskarte. Und wenn man da mit der Maus drüber geht, kann man schon auf diesen grünen Flächen überall erkennen, was für Naturparke es gibt und wie die heißen. Ja, und zum Beispiel einmal den Hümmling. Da war ich vor kurzem gewesen im Emsland, aber da noch ohne Kamera, sondern nur zum Wandern. Hohe Mark, was gibt es hier nicht? Teutoburger Wald, Weserbergland, ach und so weiter. Ne? Also man kann sehen, in ganz Deutschland verteilt gibt es halt, wie gesagt, diese Naturparke. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt einen gefunden habe, kann ich halt auch direkt draufklicken. Hier haben wir jetzt einmal die Wildeshauser Geest. Und wenn ich das anwähle, werde ich direkt weitergeleitet auf die Seite von der Wildeshauser Geest, von diesem Naturpark. So, dann habe ich hier schon mal eine kurze Beschreibung von dem Naturpark, was mich da erwartet. Was ich dann noch meist immer mache, ist, ich gebe halt den Namen des Naturparks nochmal gesondert in eine Suchmaschine ein. Und gehe nochmal auf die eigentliche Seite. Weil jeder Naturpark hat dann nochmal eine spezielle Seite nur für sich alleine. Und da gibt es fast immer den Punkt Wandern, der für mich sehr wichtig ist. Da gucke ich mir dann meist die Rundwanderwege an, weil eine lange Strecke, also über mehrere Tage, möchte ich halt meist nicht wandern, um mir neue Fotolocations auszusuchen. Da reicht mir meist eine Rundwanderung. Und da sind dann schon immer sehr schön Wanderwege aufgezeichnet. Das ist dann von Naturpark zu Naturpark ein bisschen unterschiedlich. Ich kann dann auch hier nochmal zum Vergleich
einen anderen Naturpark aufmachen. Naturpark Hümmling, offizielle Seite. Und hier kann man zum Beispiel dann auch sich durchscrollen und, na, wo haben wir es? Über Wandern und Pilgern zum Beispiel hier Wanderrouten finden. Ja, und wenn ich dann vor Ort bin, erkunde ich dann halt auch wieder per Fuß wandermäßig die Umgebung und suche nach neuen Motiven. Im Endeffekt ist es dann genauso wie in dem vorher beschriebenen Schritt hier in der näheren Umgebung. Ich laufe durch die Gegend, gucke mir die Umgebung an. Wenn ich was gefunden habe, nutze ich wieder meine beiden Apps, die Sun Surveyor App und meine Karten-App und markiere mir dann da wieder meine Fotolocations. Okay, eine weitere Seite, die ich benutze, weil ich halt auch gerne mal im Wald unterwegs bin, ist eine Seite auf Wikipedia und zwar Naturwaldreservoir. Die nutze ich, um, ja, wie die Seite schon sagt, Naturwälder zu finden. Also, ja, vielleicht umgangssprachlich auch Urwälder genannt. Da gibt es schon hier eine schöne Liste, aufgeteilt nach den Bundesländern. Und wenn ich jetzt halt, ich sag mal, so Tagestouren mache, bin ich dann halt wirklich dann meist in Niedersachsen unterwegs. Kann dann hier, ups, das war jetzt der falsche Link, Liste der Naturwaldreservate, über diesen Link mir Naturwälder hier in Niedersachsen aufzeigen lassen. Da gibt es dann auch dann schon immer schöne Beschreibungen, kurze Beschreibungen mit dabei, eine Standortbeschreibung auf der Karte und ja, in welchem Raum der liegt, welcher Landkreis und so weiter. Also schon eine sehr schöne Übersicht. Da habe ich auch schon einige Naturwälder hier in der Ecke gefunden. Und ja, wenn ich mir halt hier was rausgesucht habe, Ahorner Fischteiche war ich halt zum Beispiel schon mal, suche mir halt den Bereich nochmal aus, tippe das nochmal in meine Suchmaschine ein. Oft gibt es dann dafür auch nochmal eine eigene Seite. Oder ich suche es halt über Google Maps, über die Kartensuche und habe wieder ein neues Gebiet gefunden, wo ich im Endeffekt auf Fotolocation-Suche gehen kann. Und dann natürlich, wie gerade beschrieben, Schritte wie vorher auch. Rumlaufen, suchen, wandern, gucken, auf der Karte markieren und ich habe neue Standpunkte. Achso, als kleine Hilfestellung nutze ich auch gelegentlich noch, wenn ich mir selber solche Gebiete raussuche, die Seite Foto Community. Da tippe ich dann schon mal in der Suchfunktion das Gebiet ein, was ich erkundschaften möchte. Zum Beispiel jetzt, wo ich letztens war, der Hümmling. Gehe über die Suche, tippe das ein und schaue schon mal, wie viele Treffer es da gibt. Und da kriegt man schon mal einen ganz guten Überblick, wie es da so aussieht, wie viele Motive es vielleicht da auch gibt. Und wenn man merkt, dass da überhaupt nichts zu holen ist, muss man sich vielleicht auch überlegen, was anderes sich rauszusuchen. Oder man geht einfach das Risiko ein und erkundschaftet das Gebiet trotzdem nochmal auf eigene Faust. Ja, der Vorteil ist, wenn man auf eigene Suche geht, sich selbst Motive raussucht, auch über diese genannten Internetseiten zum Beispiel, Naturwaldreservate oder die Naturparke, findet man oft neue, unverbrauchte Motive, die vielleicht so noch nicht fotografiert worden sind oder noch nicht so häufig und die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Nachteil ist natürlich, ja, es werden vielleicht nicht unbedingt die super spektakulärsten Bilder dabei rauskommen. Ist immer so eine Sache. Natürlich, wenn man grandioses Licht hat, kann natürlich da auch was sehr, sehr Geiles bei rumkommen. Aber oft ist natürlich so, die ganz spektakulären Sachen oder ganz schönen, wunderschönen Sachen sind natürlich auch immer sehr bekannt und dementsprechend auch schon oft abfotografiert. Also da muss man halt immer so ein bisschen abwägen, was man will. Eher was Neues
Oder wenn man das ganz Tolle, Spektakuläres haben will, muss man schon viel Glück haben, dass man das findet. Oder man muss auf eine andere Suche gehen und die erkläre ich euch jetzt nochmal. Ja, der zweite Weg und meiner Meinung nach auch der etwas einfachere Weg, zumindest der etwas komfortablere Weg, ist ja Fotobücher, so Location-Bücher oder auch eine spezielle Internetseite zu nutzen, die Photo Location Scout Netzseite. So Fotobücher habe ich hier zum Beispiel mal liegen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte von den Lofoten, die ich beim benutzt habe. Oder momentan benutze ich auch das Buch hier, hatte ich glaube ich auch schon mal gezeigt, vor der Tür. Da stehen halt immer sehr gut beschrieben, sehr detailliert beschrieben Fotolocations drin. Und dann halt auch immer, ja, wie gesagt, detailliert erklärt, mit GPS-Daten, besten Lichtsituationen und so weiter. Ja, ich nutze noch als weitere Suchmethode die Seite Location Scout. Locationscout.net nennt sich die ganze Geschichte. Da muss man sich nur einmal registrieren. Dann hat man Zugriff auf diese ganzen Geschichten. Das gibt es einmal desktop-basiert oder halt auch als App. Ich benutze halt meistens die Desktop-Geschichte, weil sie für mich ein bisschen übersichtlicher ist. Gerade wenn man die Kartenfunktion nutzt. Hier kann man vorne schon mal sehen, so die neuesten Fotos, die hinzugefügt wurden. Da könnte man schon direkt draufklicken und schon mal sehen, worum es geht. Das habe ich zum Beispiel auch schon mal fotografiert. Hier das Wrack vor Schillig. Da gibt es auch eine kurze Beschreibung. Auch immer schon die GPS-Koordinaten mit dabei. Und Informationen, Fotografietipps und halt hier auf der Karte direkt auch mal Ansicht, wie halt, wo der Punkt ist und wie die Sonne steht, wo die Fotorichtung war und so weiter. Ist immer recht übersichtlich, auch ja, leicht zu erkennen. Nachteil ist natürlich, es war schon mal einer da und es wurde schon mal fotografiert. Ich nutze eigentlich auch weniger dann diese Bildersuche, sondern gehe dann über die Kartenfunktion. Da haben wir jetzt einmal hier die Weltkarte und alle diese Punkte sind Locations, die hier schon mal hinterlegt worden sind. Wie man sehen kann, es ist eher so europalastig, die ganze Geschichte. Wenn ich hier zum Beispiel drauf klicke auf diese vier, das heißt, hier gibt es vier Fotolocations und jeder von diesem Fähnchen, von diesem roten Fähnchen, ist halt eine Location. Und wenn ich hier drauf klicke, gibt es einmal ein Vorschaubild, hier oben auch. Und wenn ich auf das Vorschaubild klicke, gibt es dann nochmal eine genaue Information von dieser Fotolocation. Wie gesagt, das nutze ich dann halt eher, dieses Tool, wenn ich halt wirklich weiter wegfahre und mir Locations raussuchen will. Wenn ich mehrere Wochen in Urlaub fahre und mal schauen will, was liegt so auf meiner Route, ist das immer diese Seite ein guter Anhaltspunkt. Ja, egal wie ich mir jetzt im Endeffekt dann diese fixen, festen Fotolocations rausgesucht habe, sei es über das Buch oder über die Internetseite. Was ich immer mache, ist trotzdem wieder auf meine Locus-Karten-App zurückzugreifen und da die Punkte abzuspeichern. Ja, was ich natürlich gerade sagte, es ist natürlich eine extrem komfortable Suche über solche Bücher oder auch über solche Internetseiten. Sowas nutze ich halt auch wirklich überwiegend, wenn es wirklich weit weg geht in andere Länder, wenn ich viele Tage unterwegs bin, dann nutze ich halt Bücher oder auch solche Internetseiten. Nachteil, was ich ja gerade schon sagte, da kommen natürlich Motive bei rum, die schon mal fotografiert worden sind und
die man vielleicht auch schon mal öfters gesehen hat. Aber dafür sind halt auch oft immer Perlen dabei. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, wenn man sich solche festen Fotopunkte aussucht, trotzdem sich ein bisschen Zeit nehmen und die Umgebung drumherum nochmal auf eigene Faust zu erkunden. Ich hatte das jetzt hier bei der Geschichte, wo ich hier vor ein paar Wochen im Mittelgebirge unterwegs war. Ich blende euch hier auch nochmal die Videos ein. In der Nähe von Kassel war das, wo ich an den Helfensteinen war. Super geil, grandioses Licht, tolle Bilder gemacht. Also da bin ich dem Buch auch echt dankbar. War auch sehr gut beschrieben. Trotzdem habe ich mir in dem Gebiet nochmal die Zeit genommen und ja, alles drumherum nochmal so ein bisschen erkundet. Ja, nicht alles, aber wie gesagt, nochmal so eine kleine Wanderung gemacht und habe dabei noch einen netten kleinen Waldsee gefunden, der auch sehr schön gelegen war, wo ich dann auch nochmal ein Video gedreht habe und fotografiert habe. Und ja, das hätte ich wahrscheinlich nicht gefunden, wenn ich nur direkt zu dem einen Spot gegangen wäre. Deswegen einfach immer ein bisschen mehr Zeit einplanen und die restliche Umgebung auch mal so ein bisschen mit anschauen. Ich möchte natürlich nicht meckern und jetzt hier das verteufeln, wenn man bekannte Fotomotive abfotografiert oder vielleicht auch nachfotografiert. Ich will mich davon überhaupt nicht freisprechen. Ich mache das genauso, gerade wenn ich eine große Reise mache, weit weg fahre und möchte ich natürlich den bekannten Ausblick, den bekannten Shot, das bekannte Motiv auch auf meiner Speicherkarte haben. Ist dann zwar nicht unbedingt sehr originell, aber trotzdem, vielleicht findet man ja auch irgendwie noch eine kleine andere Perspektive und kann was Neues draus machen. Ja, das sollte im Endeffekt auch schon gewesen sein von mir. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Es waren ein paar Infos für euch dabei, die euch vielleicht weiterhelfen bei eurer Location-Suche. Vielleicht noch zum Schluss ist es mal immer ganz interessant, noch gewisse, ja, ich sag mal, gewisse Ereignisse, gewisse Lichtstimmung vorher zu recherchieren, vielleicht auch gewisse Blüten. Ich war mal im Teutoburger Wald gewesen zu einer Blütezeit. Ich war jetzt vor kurzem in der Westrupper Heide gewesen zur Heideblüte. Wenn man sowas vorher ein bisschen recherchiert und vielleicht auch bestimmte Mondstände, einen Supermond, einen Blutmond, vielleicht auch Stände der Milchstraße recherchiert, ergeben sich immer wieder neue spannende Perspektiven und neue spannende Motive, vielleicht auch schon von bekannten Fotospots. Okay, ja, das war's von mir. Ich hoffe, wie gesagt, ihr konntet was mitnehmen. Ich sage vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da, denkt an die Glocke. Schaut euch auf meinem Kanal um. Ich bin oft draußen unterwegs und ja, erkläre, wie ich so an meine Bildgestaltung rangehe. Schaut euch um, lasst mir ein Like da. Und ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.